Hallo meine Lieben und ja, herzlich willkommen zu dem dritten Video meiner Mottowoche Kakteen. Und wir werden heute eine Karte basteln und zwar werden wir eine Zauberkarte basteln. Nicht wundern, die hier ist nicht so perfekt, wie sie sein soll. Ja, ich zeige sie euch trotzdem mal, damit ihr zumindest wisst, was wir vorhaben. Genau, so eine Karte werden wir basteln. Hier, ja, das war mein erster Versuch, noch nicht hundertprozentig. Ich hoffe, wir bekommen es dieses Mal besser hin. Also, ihr braucht einen Kartenrolling. Meiner ist in dem Fall, ja, 30 mal 15 cm, genau. Das ist einfach so eine Seite aus einem der Actionblöcke. Dann braucht ihr euer Motiv, eine Folie und etwas zum Stanzen oder Ausschneiden, den Cutter oder wie auch immer. So, und wir starten erstmal damit, dass wir, ja, das Motiv ist etwas groß geraten, aber wir müssen das Motiv auf die Folie übertragen. Wenn ihr jetzt mit einem Stempel arbeitet, dann benutzt ihr einfach den Stempel und das, wasserfeste Stempelkissen von, oh, ich komme jetzt nicht drauf. Ich verlinke euch das gleich, ich habe es vergessen. Und dann könnt ihr auch auf Folie stempeln. Ansonsten macht ihr das wie ich. Ich benutze jetzt einfach ein Edding. Leider habe ich nur den dicken, aber es muss jetzt gehen. Und übertrage mir das Motiv einfach. So, wenn wir das Ganze dann übertragen haben, schaut das so aus. Dann haben wir einmal nur das Motiv in Schwarz-Weiß und einmal das Motiv in Farbe. Dann können wir das erstmal zur Seite legen. Und wir kommen zu unserer Karten, zu unserem Kartenrolling. Da würde ich sagen, messen wir uns am besten erst einmal. Nein, wir falzen ihn erst einmal, genau. Und zwar nehmen wir uns unser Falzbrett und ein Lineal, denn wir falzen in Zentimeter und einen Bleistift. Genau, also wir brauchen, das Ganze ist 30 cm, also falzen wir bei 10 cm und 9,7 cm und von der Seite auch einmal bei 10 cm und bei 9,7 cm. Wir brauchen so ein kleines bisschen Höhe und darum ja zwei Falzlinien. Genau, das falzen wir uns dann jetzt mal. So, dann schauen wir, ob unser Motiv noch passt. Ja, das passt noch. Die Folie müssen wir nachher ein kleines bisschen kürzen. So, und dann brauchen wir unseren Stanzrahmen. Und da sehe ich gerade, der ist natürlich viel zu groß. Da muss ich mir einen anderen nehmen. Der würde mir... Also, ich habe mich jetzt für diesen Rahmen, für diese Größe entschieden. Da passt mein Motiv leider nicht ganz rein. Da habe ich wieder nicht aufgepasst, ja. Aber wir werden es hinbekommen. Und ich denke, es wird trotzdem ganz süß aussehen. So. Dann stanzen wir uns jetzt mal ein Loch hier rein. So, wir haben ein Loch.
Dann nehmen wir uns unsere Karte. Was habe ich denn hier jetzt gemacht? Eieieiei. Jetzt hat mein Maschinchen das hier komplett verwurstelt. Naja. So, dann nehmen wir das Ganze und wir müssen jetzt kleben. Und zwar brauchen wir, den habe ich nämlich vergessen, wir brauchen noch mal ein Stück Designpapier. Und das muss hier reinpassen. Also das muss 10 breit und 15 hoch sein. Und das kommt jetzt hier drauf und dazu benutzen wir 3D-Pads. Und die kleben wir so weit wie möglich hier an den Rand. Und zwar nur an den Rand. Hier am besten kurz vor die Falzlinie kleben. So, dann nehmt ihr euch einmal eure Folie, legt die so auf, wie die hier später reinkommt. So, und dann sehen wir, dass wir die hier gleich noch kürzen müssen. Da machen wir uns mal kurz eine Markierung. Und zwar einmal da und einmal da. So, und das Ganze machen wir auch mit unserem Motiv. Das müssen wir auch einmal kürzen. Und zwar auch einmal da und einmal da, damit es später hier reinpasst. Das machen wir gleich. So, jetzt fummeln wir erstmal diese ganzen tollen Folien ab. Und wenn wir das gemacht haben, dann kleben wir hier das Designpapier drauf. So. Und setzen nochmal Punkte. Und da schauen wir, dass wir die Punkte treffen, die wir gerade schon geklebt haben. So, dann fummeln wir wieder die ganzen Folien ab. So, und wenn wir das abgefummelt haben, dann schließen wir die Karte, indem wir hier einmal das ein bisschen falten. Was wir auch hätten vorher machen können, aber gut. So. Und dann kleben wir das Ganze zu. So. Jetzt nehmen wir die andere Seite und falzen uns das hier auch einmal. So. Und hier verwenden wir dann einfach doppelseitiges Klebeband. Und kleben das hier auch zu. So. Dann haben wir schon mal das Grundgerüst unserer Karte hier oben. Schaut das ein bisschen raus. Das lassen wir jetzt so. So, und jetzt kürzen wir uns einmal unsere Motive. So, diese müssen wir jetzt richtig rum
so übereinander kleben, dass das hier ja genau übereinander passt. Dann nehme ich einfach hier oben jetzt ein doppelseitiges Klebeband. Nee. Das ist schlecht. Also, wir müssen das Ganze. Ja, ihr seht, ich habe gerade schon wieder einen Fehler gemacht. Darum musste ich das Ganze nochmal auseinanderrupfen. So, also, wir müssen diese Motive übereinander legen. Ich habe hier oben jetzt einfach so mit doppelseitigem Klebeband ein Stück von dem Designpapier angebracht, weil die Folie einfach zu kurz war. So, dann drehen wir uns das rum und schneiden uns das hier einmal grob ab. So. Genau. Und kleben hier oben das Ganze einmal mit einem Streifen doppelseitigen Klebeband zusammen. Und zwar so, dass die Motive wirklich richtig schön übereinander legen. So. Das hier ist noch nicht schön, aber das machen wir gleich. Jetzt setzen wir erstmal die Karte zusammen. Also, wir haben ja jetzt zwei Lagen. Die erste Lage muss hinten in das Fach und die Folie muss vorne in das Fach. So. Und dann schieben wir das Ganze runter. So. Dann haben wir hier unser Motiv. Und wenn wir das rausziehen, zack, bekommt das Motiv Farbe. Wir dürfen das natürlich jetzt nicht immer ganz rausziehen. Und wenn wir das runterschieben, ist die Farbe wieder weg. Genau. Das Motiv ist jetzt, wie ihr gesehen habt, ein bisschen groß. Und das hier oben sieht natürlich auch nicht schön aus. Und darum jagen wir das Ganze jetzt einmal, ich ziehe das nochmal raus, durch den Bordürenstanzer. So, da das Ganze nicht so gestanzt werden wollte, wie ich wollte, habe ich das Ganze nochmal neu verbunden und habe zuerst gestanzt und das Ganze dann zusammengeklebt. So, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Also, wir schieben das Ganze hier rein. Genau. Hier oben habe ich jetzt diese Bordüre, dann kann das schön so bleiben. Und dann ziehen wir einfach die Karte raus. Dann wird das Motiv farbig. Schieben es wieder rein. Raus, rein. Raus, rein. Genau. Und somit ist unsere Zauberkarte fertig. Und ich muss sagen, ich finde sie total niedlich. Ja, richtig süß. Ja, ich hoffe, es war wieder mal nicht zu chaotisch, aber ihr wisst ja, bei mir wird meistens vorbereitet und dann passt es doch nicht und dann wird es doch nochmal geändert. Ja, so ist das. Das Motiv hat auch nicht hundertprozentig gepasst, trotzdem finde ich es total klasse. Ah, ich liebe diese Karte. Ja, jetzt könnte man hier hinten noch ein Stück weißen Cardstock aufkleben und um dann etwas drauf zu schreiben oder man schreibt hier etwas mit drauf oder hier, also da, ne? Ist mal wieder eure Kreativität gefragt. Ich finde sie toll, ihr wisst jetzt, wie es funktioniert und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln.
und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.